ich doch fast die Kamera vergessen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute will ich mal wieder eine Arena zerfetzen, denn das gab's schon mal richtig lange nicht mehr. Ich bin ja Team Gelb. Team Gelb for the win. Hier ist ein Rosana gespawnt. Direkt jetzt. Yo. Das kennen wir uns. Power 65, please. Erwischt. Ob sie drin bleibt oder nicht, ist eigentlich nicht so entscheidend. Okay, sie ist raus. Flüchtet sie? Nein. Wäre ja noch lustiger, wenn eine 65er Rosana flüchtet. Na komm, die gönnen wir uns, das kleine Schätzchen 1. Und sie ist drin. Also, nice. Das ist ja schon mal ein ganz guter Auftakt. Ich habe jetzt aber gerade gesehen, also ich werde mich gleich nochmal zu einer Arena begeben, auf jeden Fall. Und die werden wir auf jeden Fall nochmal kalt machen. Es ist schon langsam ziemlich kalt geworden. Der Winter steht mit Sicherheit auch bald schon vor der Tür. Also dieser Übergang von Sommer zu... Also eigentlich haben wir irgendwie einen direkten Übergang von Sommer zu Winter. Irgendwie diese Zwischenjahreszeiten, sei es der Frühling oder sei es der Herbst, das spüre ich gar nicht so. Aber bevor ich jetzt, erstmal verschicke ich das Rosana. Ein 65er Rosana will ich nicht haben. Okay, aber die Bonbons und natürlich die Erfahrung nehme ich mit. Oh nein! Hier wollte ich eigentlich gerade hin. Und hier war gerade noch ein Lockmodul gezündet. Und ich wollte eigentlich mal schauen, ob da irgendwer ist, mit dem man so ein bisschen quatschen kann. Wenn ich jetzt hier mal den ganzen Bereich abscanne, nirgendwo ein Lockmodul in der Nähe. Ich gehe da jetzt trotzdem mal hin. Vielleicht ist da ja jemand. Vielleicht ist da jemand, mit dem man quatschen kann. Oder der gerade irgendwie am Pokémon fangen ist. Falls nicht, dann werde ich mich mal zu einer Arena begeben. Und dann wird ein bisschen gefightet. Ich habe mir jetzt eine Arena ausgeguckt, die wir heute für Team Gelb übernehmen müssen. Von Team Rot. Hier an der Ecke. Zwei starke Pokémon sind drin. Ich muss jetzt erstmal die richtige Position finden, dass ich auch die Arena angreifen kann. Dann zeige ich euch natürlich auch, um was für eine Arena es geht. Und den ganzen Kampf werdet ihr natürlich auch mitverfolgen. So, das sieht nicht schlecht aus. Ich bringe erstmal die Kamera in eine vernünftige Position. So. Ist das gut? Ich denke, das passt. Also, in den Bildschirmmodus. Und jetzt seht ihr schon die Arena mit Gyarados und Lapras. Ja, ich würde mal sagen, let's go! We'll be right back.
So, nice. Den ersten Kampf haben wir gewonnen. Jetzt gebe ich nochmal den ganzen Pokémon Tränke. Und 500 Prestigepunkte hat die Arena noch. Warte mal. Tränke. Schön an Garados. Zwei von unseren Pokémon sind gestorben. Ich belebe die jetzt auch nicht, obwohl Electek, Gifloss sehr effektiv waren. Aber ich versuche mal jetzt mit zum Beispiel Flamara. Flamara wäre nicht sehr effektiv, also die stirbt wahrscheinlich sehr schnell. Aber ich will es auf jeden Fall mal trotzdem ausprobieren. Komm, der bekommt nochmal einen Supertrank von mir. Zack, Randa. Und ja, wir versuchen es einfach direkt nochmal. Zack, und schon ist die Arena übernommen. Wen setze ich denn jetzt rein? Ich setze einfach mal Flamara rein. Sie ist meine Stärkste. Bist du sicher, dass Flamara rein soll? Oh yeah. Das sieht doch episch aus. Arena übernommen. Mission accomplished. Geile Family OP oder Team Gelb OP. Auf jeden Fall gucken wir jetzt noch. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere interessante Pokémon. Jetzt habe ich hier gerade so einen kleinen Jungen getroffen, der mich kannte. Und ich habe ihm gesagt, ich habe da hinten die Arena eingenommen. Er meinte, er hat schon 10 Arenen eingenommen. Oder hat er sich nicht getraut? Nee, aber er wollte auch nicht ins Video. Deshalb nehme ich das jetzt nochmal extra auf. War aber ganz cool, er hat gesagt, dass eben, weil einige wollten, dass ich hier nochmal drauf eingehe, ob sich eben die Spawnrate verbessert hat oder ob neue Pokestops zum Beispiel entstanden sind. Und tatsächlich ist es so, dass, so hat mir das zumindest gerade der Kollege erzählt, dass er in seiner Wohnung tatsächlich 3 Spawns hatte, hat sich aber natürlich entsprechend regelmäßig eingeloggt bei Pokémon Go, hat jetzt dort 6 Spawns und auch mit ganz interessanten Spawn-Wahrscheinlichkeiten, also eine richtig große Vielfalt an verschiedenen Pokémon, die kommen können. Ich bin eigentlich gespannt, ob es jetzt wirklich so ist, weil ich habe jetzt so, wenn ich mir das hier angucke, was so in der Nähe ist, auch an Pokestops, er meint sogar, er hat jetzt einen Pokestop bei sich zu Hause. Ich glaube aber, dass Pokestops eigentlich nicht verändert wurden. Boah, jetzt fängt es auch noch an zu nieseln. Lol. Ist ja ein Traumwetter. Naja, auf jeden Fall würde ich gerne mal von euch wissen, schreibt es mir in die Kommentare, haben sich auch nach eurer Erfahrung irgendwelche Spawns verändert? Haben sich Pokestops auch irgendwo verändert oder sind neue dazugekommen halt? Weil ich weiß, man konnte das irgendwann mal beantragen, es war aber zu viel, Niantic konnte das nicht bearbeiten und dementsprechend sind eigentlich so gut wie keine Pokestops dazugekommen. Ja, hier in der Nähe ist jetzt auch nichts Interessantes. Ich verstecke mich jetzt noch mal ein bisschen unterm Baum. Ich hoffe, es fängt nicht stärker an zu regnen. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare. Könnt ihr die Zeit ganz kurz nutzen und wir sehen uns gleich. Oh, in der Nähe haben wir ein Europ. Das würde ich gerne mitnehmen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Europ-Bonbons ich habe. Yugong hatte ich zwar schon mal, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber es wäre natürlich geil, noch ein stärker. Yugong ist ein cooles Pokémon. Und wenn man Glück hat und da vielleicht noch einen Eisstrahl als Attacke bekommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass man das bekommen kann. Hier hinten seht ihr, das ist die Arena, die ich vorhin eingenommen habe. Ich habe sie auch so ein bisschen die ganze Zeit im Blick, weil wie gesagt, ich habe ja gerade diesen kleinen Jungen getroffen, der aber gesagt hat, gut, der hat eigentlich gesagt, der hat heute schon 10 Arenen übernommen und damit den maximalen Bonus bekommen. Aber ich gucke trotzdem, vielleicht übernimmt ja irgendwer diese Arena, dann laufe ich ganz schnell hin und übernehme sie wieder zurück. Also so, dass die Arena auf jeden Fall in der Hand von einem gelben Team bleibt. So, schauen wir doch mal. Europe in der Nähe, Sepa in der Nähe, Krabi in der Nähe. Oh, und das Krabi ist sogar direkt gespawnt. Komm, das gönnen wir uns doch auf jeden Fall. Zack, 100, 141. Na gut, das ist jetzt nicht so super strong. Aber haben oder nicht haben, bumm.
Und da hat mich jemand mal in den Kommentaren gefragt, warum es so ein bisschen länger dauert, wenn ich den Pokéball treffe, dass das Pokémon auch erstmal reingeht. Das kann an der Internetverbindung liegen. Es ist nicht immer so, aber manchmal gibt es diese kleine Verzögerung. So, Krabi gehört uns. Bewertung. Kann sich im Kampf noch verbessern, logischerweise. Aber das Krabi hat jetzt natürlich auch nicht die höchsten WP. Also sogar wenn es ein episches Krabi, es sei denn, es wäre ein 100% Krabi, dann würde ich es auf jeden Fall behalten. Oh, ich habe 57 Krabi-Bonbons. Oh, oh, oh. Das heißt, finde ich ein gutes Krabi, habe ich ein verdammt geiles Kingler. Da die Jurob. Das gönne ich mir auf jeden Fall. Kamera entspannt ablegen. Handy und das Jurob will ich auf jeden Fall mit einer Himbeere und einem Superball fangen. Wie viel WP hat es? Nicht so viel, ne? 200, ne, das ist nicht viel. Aber ich will es trotzdem haben. Ich will nämlich mal gucken, wie viele... Oh, wieso ist das hier so rutschig? Warte mal, machen wir es mal so. Großartiger Wurf. Ihr seht auch, der Bildschirm ist ein bisschen nass. Es liegt daran, der Nieselregen hat nicht aufgehört. Ich werde mir jetzt auch gleich einen schönen Döner reinzwirbeln und dann langsam nach Hause gehen. So, Jurob haben wir. 237er. 29 Jurob-Bonbons. Okay, ich dachte, ich habe mehr. Bewertung. Ist insgesamt wirklich stark. Solange der nicht sagt, es kann es im Kampf mit allen aufnehmen, ist es für mich schwach. Nicht insgesamt wirklich stark. Also für mich könnte es heißen, es kann es im Kampf mit allen aufnehmen oder es ist richtig schwach. Oh, der Nieselregen hat ein bisschen zugenommen. Verschicken, zack, das Jurob kommt direkt weg. Und was haben wir jetzt in der Nähe? Nicht viel. Die Arena gehört immer noch mir. Also ich denke, Freunde, es ist jetzt relativ kalt. Es fängt jetzt an stärker zu regnen. Von daher, ich beende jetzt die Folge. War vielleicht ein bisschen kürzer. Wir haben aber mal wieder gefightet. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr häufiger mal solche Fights sehen wollt. Und ja, ob ich noch mal Turtok kriege, das ist ja in jedem Video irgendwie, ist die Rede davon. Aber ob ich den noch mal kriege im 2-Kilometer-Ei. Es war von Anfang an, wer von Anfang an von euch dabei ist, der weiß, das war meine Mission, Turtok so schnell wie möglich zu haben. Ich habe mehr als genug Shigi-Bonbons, aber ich kann doch nicht ein schwaches Shigi zu einem schwachen Shilok und zu einem schwachen Turtok entwickeln. Das geht nicht. Es muss es im Kampf mit allen aufnehmen können. Ein 100% Turtok wäre ein extremer Traum. Einige von euch haben ja schon in die Kommentare geschrieben, dass sie ein starkes Shigi oder ein starkes Shilok haben und es sogar mit mir tauschen würden. Aber wann die Tauschoption kommt, da weiß ich gerade nichts Näheres. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst auf jeden Fall ein paar nette Kommentare und einen Daumen hoch da. Ich bin euer Tomek. Ich wünsche euch viel Glück natürlich bei euren Fights und dass ihr richtig geile Pokémon findet. Bis dahin. Ciao, ciao.